Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute kommt nun mein vierter Teil, ich glaube es ist der vierte Teil, zu meiner Regaltour. Und als kleine Erinnerung, wir befinden uns noch in dem Regalteil für die Klassiker, Gegenwartsliteratur oder auch Bücher, die ich nicht so richtig einsortieren konnte. Ja, so viel sei aber gesagt, es wird der letzte Teil für diesen Bereich meines Regals sein. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und ja, bis später. Ja, dann geht es jetzt weiter mit dem nächsten Regal. Hier befindet sich An und für dich von Ella Griffin. Dieses Buch habe ich vor vielen Jahren mal gelesen. Es war ein Buch, was ich für eine Leserunde auf Lovebooks gewonnen habe, aber ich kann mich leider nicht mehr erinnern, was in diesem Buch vorkam. Ich weiß nur noch, dass ich es für nicht allzu gut oder für, also mir hat es nicht allzu gut gefallen, sagen wir es so. Genau. Dann haben wir hier einmal die fabelhaften Schwestern der Familie Cook von Karen Jo Fuller. Dieses Buch, wie man ja unfair erkennen kann, ist noch eingeschweißt und habe ich auch noch nicht gelesen, demzufolge. Ja, dann haben wir hier Meine Schwester lebt auf dem Kaminsims von Annabel Pitcher. Auch dieses Buch habe ich noch nicht gelesen, aber bin ich schon sehr gespannt drauf. Dann kommen hier zwei Bücher von Toni Morrison. Dazu nehme ich mal kurz das Buch hier weg. Und zwar einmal Menschenkind. Und zwar von Toni Morrison. Genau. Das Buch habe ich letztes Jahr im Januar gelesen. Und war eins meiner Buch-Highlights im letzten Jahr und mir hat es sehr, sehr gut gefallen und ich kann euch dieses Buch auch wirklich nur empfehlen. Ja, weil mir das Menschenkind ja so gut gefallen hat und eine Freundin von mir mit der Autorin nichts anfangen konnte, hat sie mir das Buch Liebe von ihr geschenkt und ich werde, also bin schon sehr gespannt auf dieses Buch, weiß aber allerdings noch nicht, um was es sich hier dreht und ich lasse mich überraschen und freue mich auch auf dieses Buch sehr. Genau, dann haben wir hier alle Bücher von Margaret Atwood. Da haben wir hier Moralische Unordnung. Dieses Buch habe ich noch nicht gelesen. Dann haben wir hier Der Report der Magd. Mir hat dieses Buch unheimlich gut gefallen. Es ist eine Dystopie und wer dystopische Romane mag oder beziehungsweise drauf steht, dem kann ich dieses Buch wirklich nur empfehlen. Ich habe es sehr, sehr gern gelesen. Genau, dann haben wir hier als nächstes noch ein Buch von Margaret Atwood und zwar Elias Grace, wenn Elias auch gesprochen wird. Diesem Buch habe ich auch noch nicht gelesen und ich freue mich schon sehr drauf, weil ich wirklich Margaret Atwood eigentlich sehr, sehr gerne lese. Als nächstes hätten wir dann hier ein Stefan Zweig, dies Balzac. Dieses Büchlein hat mir damals eine sehr, sehr gute Freundin von einem Flohmarkt mitgebracht und ich habe es bis heute nicht gelesen. Schande über mein Haupt. Ich nehme die mal ein bisschen runter. Dann haben wir hier als nächstes Der Geschmack von Apfelkern von Katharina Hagener, korrigiert mich, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Mir hat dieses Buch überhaupt nicht gefallen. Also ich bin überhaupt nicht mit diesem Buch warm geworden und für mich war sie einfach sehr, sehr, die Geschichte sehr lahm und für mich ist sie einfach nicht aus
Also mir hat sie einfach nichts gegeben, diese Geschichte. Ich kenne aber sehr, sehr viele, die diese Geschichte mögen. Vielleicht habe ich dieses Buch auch einfach nur zur falschen Zeit gelesen und deswegen war das Buch einfach nichts für mich. Ja, dann haben wir hier noch zwei weitere Toni Morrison Bücher und zwar Sehr blaue Augen und Jazz. Ich weiß von Sehr blauen Augen, dass es Literaturlärm sehr, sehr gut gefallen hat und ich bin schon sehr drauf gespannt. Ja, wie ich schon gesagt habe, Toni Morrison fand ich bisher sehr gut. Dann haben wir hier zum Schluss noch als allerletztes und zwar Morgen wieder. Morgen werde ich 20 von Elaine Mabengu. Korrigiert mich, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Ja, dieses Buch habe ich mir letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse mitgenommen und ja, seitdem liegt es auf meinem Sub oder liegt es hier in diesem Regal. Genau, ja. Ich weiß nicht mehr, was auf dem Klappentext steht, aber mich hat es damals sehr angesprochen und ich bin schon sehr neugierig auf dieses Buch. Genau. So, dann bin ich jetzt von ganz unten nach ganz oben gekrabbelt, weil der Teil meiner Gegenwartsliteratur, Klassiker und Bücher, die ich nicht einordnen konnte, ja, auch noch im großen Regal weitergehen. Und deswegen bin ich jetzt von ganz oben nach ganz unten gekrabbelt. Genau. Hier oben hätten wir dann als nächstes Bücher, die ich in meinem, ja, meiner Schulzeit lesen durfte. Und zwar ist das zum einen Günter Grass im Kriegsrand, Stefan Zweig Schachnovelle. Dann hier noch Der Besuch der alten Dame. Die drei Bücher habe ich in meinem Abitur gelesen, wenn ich mich nicht recht entsinne. Und mir haben die damals eigentlich recht gut gefallen. Ich glaube aber, da war ich fast die Einzige. Genau, als nächstes hätten wir dann noch hier am Beispiel meines Bruders. Ich glaube, dieses Buch habe ich, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es gelesen habe. Müsste ich nochmal auf dem Klappentext lesen, aber ich befürchte nicht. Dann haben wir hier noch Die Hochzeit von Auschwitz. Dieses Buch habe ich mir damals aufgrund des Buches Der Fotograf von Auschwitz gekauft und bin schon sehr gespannt, ja, wie auf jedes meiner Bücher. Genau, und dann haben, ach ja, hier hatten wir noch ein Buch, was ich in meiner Schulzeit gelesen habe und zwar Die neuen Leiden des jungen Ws. Genau. Dann kommen hier jetzt ganz viele Joy Feeling Bücher und zwar habe ich diese Bücher damals in meiner Jugendzeit alle gelesen, also die auf jeden Fall. Das habe ich dann am Ende schon bekommen und das hier auch, wo ich das eigentlich nicht mehr gelesen habe, beziehungsweise ich den ganzen schon etwas überdrüssig war und deswegen stehen die hier noch ungelesen in meinem Bücherregal. Ich befürchte allerdings, dass ich sie wahrscheinlich nie lesen werde, weil ich einfach aus diesem Thema oder beziehungsweise einfach von diesen Büchern viel zu viel gelesen habe. Genau, dann kommen hier noch zu ein paar Büchern und zwar hier das Haus der Schwestern, weiß ich gerade nicht um was es geht, also von Charlotte Link und das war glaube ich mein allererstes Buch, was ich bei Booklooker gekauft habe. Genau, dann haben wir hier Das geheime Leben der Violet Grant. Und zwar von Beatrice Williams. Ich habe dieses Buch gekauft damals, weil es mich vom Klappentext her angesprochen hat. Mal sehen, ob ich es jemals lesen werde. Dann haben wir hier Alles Licht, das wir nicht sehen. Und zwar habe ich das damals mit zwei lieben Zuschauern gelesen. Und ich überlege gerade, ob ich dazu eine Rezension gemacht habe. Ich glaube nicht, aber ich habe es in einem Video erwähnt. Das Video werde ich euch unten einfach mal verlinken. Genau. Dann haben wir hier einen ersten Band der Süddeutschen Bibliothek, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Als ich mir das damals gekauft habe, war es nicht so mein Fall. Aber ich denke, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo es vielleicht mein Fall sein könnte. Dann haben wir hier Der Schatten des Windes von Karl Safon. Genau, das habe ich zusammen gelesen mit meinem Bücherclub bzw. meiner Bücherrunde. Ja, in dieser Bücherrunde lesen wir immer zusammen ein Buch, welches wir besprechen und das war das damalige Buch.
Mir hat das Buch ganz gut gefallen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich jetzt nicht sage, dass es jetzt ein 5-Sterne-Buch wäre oder dass ich jetzt total begeistert von dem Buch gewesen war. Es war ein gutes Buch. Ja, aber für mich mehr auch nicht. So, Entschuldigung für das Wackeln. Genau, dann haben wir hier als nächstes zwei Bücher von François Leroux. Korrigiert mich wie immer. Und zwar einmal Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück und einmal Hector und das Wunder der Freundschaft. Das Buch Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück, das habe ich gelesen. Das fand ich damals sehr, sehr entzückend und hatte mir danach Hector und das Wunder der Freundschaft gekauft. Bisher habe ich es aber noch nicht dazu gegriffen, weil ich finde immer, für die Bücher muss man wirklich in der Stimmung sein. Dafür, genau. Dann haben wir hier auch noch wieder ein paar Bücher, die ich in meiner Jugendzeit oder ja, in meiner Jugendzeit 20er gelesen habe. Und zwar sind das von Cecilia Engel, PS, ich liebe dich, für immer vielleicht, Zwischen Himmel und Liebe und Zeit wird Ende deines Lebens und Ich hab dich im Gefühl. Ja, das sind so, ja, herzerwärmende Bücher in der Regel, wo ich aber jetzt, ja, nicht mehr so dazu noch greife, aber sie sind trotzdem noch in meinem Regal, genauso wie die Joy Feeling Bücher, weil sie mich damals einfach, ja, so ein bisschen wieder zum Lesen gebracht haben und eine ganz schön lange Zeit ohne des Lesens, ja, beendet haben und deswegen stehen sie einfach noch hier. Dann haben wir ein Buch, was ich noch nicht gelesen habe, aber angefangen habe und es war damals einfach nicht mehr Zeit, deswegen hatte ich es abgebrochen, und zwar Homecoming von Dave King. Und habe immer noch nicht dazu gegriffen. Dann haben wir hier drei Bücher von der Autorin Lauren Weisberger. Und zwar Der Teufel trägt Prada, Champagner und Stilettos und Ein Ring von Tiffany. Ja, ich habe glaube angefangen, Der Teufel trägt Prada zu lesen. Nachdem ich den Film geguckt hatte, fand dieses Buch aber einfach nicht gelungen und mich hat total gelangweilt auf den ersten 100 Seiten und deswegen habe ich das Buch abgebrochen und mich hat es dann auch einfach nicht zu den anderen Büchern gegriffen. Ich werde sie wahrscheinlich irgendwann mal verkaufen oder beziehungsweise verschenken, je nachdem wie mir die Lust ist und ja, ich denke einfach, dass die Bücher auch einfach nicht mehr für mich sind und ja, einfach, sie sind einfach noch in meinem Regal, weil ich noch Platz habe und noch keinen Platz brauche ungefähr. Dann haben wir hier als nächstes Hannas Töchter und Insel der Traumvater. Hannas Töchter ist von Marianne Fredriksson und Insel der Traumvater ist Tamara McKinney. Das sind so zwei Bücher von meiner Oma, die sie mir mitgegeben hat, beziehungsweise von meinem Opa. Und habe ich aber noch nicht gelesen und mal sehen, ob sie was für mich sind. Genau, dann gehe ich jetzt eine Etage tiefer. Genau, dann sind wir jetzt eine Etage tiefer. Und wie man sieht, ich habe gerade gesagt, weil ich noch kein Platzproblem habe, ja, hier stehen schon ein paar Bücher in der vordersten Reihe und ja, das mit dem, ich habe noch kein Platzproblem, sollte ich glaube ich mal überdenken. Genau, aber fangen wir erstmal von hier hinten an. Und zwar haben wir hier City on Fire von Garth Risk Hellberg, aber wie man sieht, ist das Buch noch eingeschweißt und ja, es geht um New York und deswegen wollte ich das unbedingt haben und lesen, aber bin immer noch nicht dazu gekommen. Genau, dann haben wir als nächstes Aufstieg und Fall großer Mächte von Tom Rachmann. Ich glaube, das habe ich, ach, ich weiß nicht mehr, bei wem ich das gesehen habe, auf jeden Fall habe ich ein Gutes drüber gehört und ich wollte eine, ja, unabhängige Buchhandlung mal ausprobieren und da hatte ich mir dieses Buch gekauft. Ja, und seitdem steht es auch bei mir im Regal ungelesen. Als nächstes habe ich dann hier ein Buch und zwar von Alle müssen mit und zwar von Lo Malinke. Ja, dieses Buch hatte ich mal gewonnen. Ja, ich hatte das letztes Jahr, jetzt fällt es mir wieder ein, bei einem Lovely Books Gewinnspiel auf der Leipziger Buchmesse teilgenommen und hatte das gewonnen. Aber seitdem habe ich da auch noch nicht reingeguckt, weil es, glaube ich, mich auch nicht so wahnsinnig angesprochen hat. Und weil wir gerade bei diesem Gewinnspiel dabei sind,
bei diesem Gewinnspiel sind, das war auch noch mit dabei, und zwar 3x4 von Laura Burnett. Ja, ich kann euch leider nicht sagen, um was es hier geht, und ja, mal sehen, ob ich das jemals lesen werde oder ob ich es verschenke, mal sehen. Genau, dann haben wir hier als nächstes die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penupre von Robin Slohan. Ja, auch dieses Buch habe ich noch nicht gelesen. Und ja, aber ich glaube, einige kennen das von euch. Ich habe gemischte Meinungen zu diesem Buch gelesen und gehört. Und mal sehen, wann ich mal dazu greifen werde. So, dann, wenn ich wieder reingehen will, haben wir hier als nächstes die 13. Geschichte von Diane Satterfield. Ja, ich habe von diesem Buch bisher nur Schlechtes gehört. Ich habe es mir damals, glaube ich, in einer Krabbelkiste gekauft. Und ja, seitdem ich nur Schlechtes drüber gehört habe, habe ich auch, ist meine Intention, nach diesem Buch zu greifen, eher gering. Aber man muss sich ja mal ein bisschen die eigene Meinung bilden, um zu sagen, na, vielleicht ist es doch nichts für mich. Mal sehen. Dann haben wir hier als nächstes, das habe ich von jemandem geschenkt bekommen, der das gelesen hat, ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes. Und das habe ich auch noch nicht gelesen. Ja, war einfach noch nicht die richtige Zeit. Wir werden sehen. Genau. Dann haben wir hier dieses kleine unscheinbare Büchlein. Dabei handelt es sich um Jane Eyre. Leider steht die Kamera gerade nicht scharf. Und zwar von Charlotte Bronte. Ein kleines Büchlein in diesem Format. Ich hatte damals eigentlich eine andere Variante davon bestellt und habe bei Rebuy diese Variante bekommen. Ist auch nicht weiter schlimm. Hab's auch noch nicht gelesen. Welche Schande. Naja, okay. Weiter geht's. dann haben wir von Benedict Wells vom Ende der Einsamkeit. Das habe ich sogar in einer Lesung signiert bekommen. Und ja, habe ich aber auch noch nicht gelesen. Bin schon sehr gespannt drauf, weil die Lesung mich sehr, sehr neugierig gemacht hatte. Und ja, dann mal hier oben hin. So. Dann haben wir hier zwei Neuzugänge von mir. Nee, eigentlich sind das sogar drei Neuzugänge von mir. Und zwar einmal Jocelyn Saussure, Ein Leben mehr. Und T.C. Boyle, Heart of Heart. Und Anthony McCarden, Licht. Immer wenn ich an diesem Buch vorbeigegangen bin, hat es mich eigentlich irgendwie nicht so angesprochen. Und dann habe ich das nochmal auf der Leipziger Buchmesse dieses Jahr gesehen. Und irgendwie hat sich meine Meinung zu diesem Buch geändert. Deswegen hatte ich es mir letzten Samstag dann doch gekauft. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, weil der Klappentext hat mich jetzt irgendwie doch angesprochen. Oder hat mich doch neugieriger gemacht. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt drauf. Dann haben wir hier noch Heart of Heart von T.C. Boyle. Und zwar hat mich der Klappentext hier angesprochen, und deswegen durfte es einfach mal mit. Und hier haben wir noch Anthony McCarden, Licht. Und hier hat mir die von Bookmargaret, von dem YouTube-Kanal, mich sehr neugierig drauf gemacht. Und ja, ich verlinke euch gerne mal das Video, in dem sie über dieses Buch gesprochen hat. Und bei mich hat es wirklich sehr neugierig gemacht. Genau, dann lassen wir schnell die Bücher eine Etage höher, weil sonst könnte der schlecht noch was sehen. Genau, dann haben wir hier Jane Garn von Ein untadeliger Mann. Ja, das habe ich mir letztes Jahr gekauft. Da gibt es auch zwei Varianten, ich glaube, die Sicht aus seiner Sicht, und dann gibt es noch eine aus ihrer Sicht. Mal sehen, wie es mir gefallen wird. Aber wie ihr seht, ist es noch eingeschweißt. Den Rest könnt ihr euch, glaube ich, denken. Dann haben wir hier drei Bücher von Charlotte Roach. Einmal Feuchtgebiete und einmal Schussgebiete. Schussgebete. Beide habe ich gelesen, und mir haben sie eigentlich ganz gut gefallen, weil sie doch eigentlich mal was anderes war und sehr offen sind. Und ja, auch wenn sie zum Teil, vor allem Feuchtgebiete, sehr unangenehm oder sehr eklig waren.
Dann haben wir hier noch das neueste Buch von Charlotte Roach, Mädchen für alles. Habe ich aber noch nicht gelesen. Und ja, jetzt will das natürlich nicht rein. Wie soll das auch anders sein? So, jetzt aber. Dann haben wir hier noch die Spur des Schicksals. Das Buch habe ich mal geschenkt bekommen, habe aber auch noch nicht dazu gegriffen. Es ist noch komplett eingeschweißt. Genau, dann haben wir hier die drei Bücher von Sarah Kuttner, und zwar einmal Mengenexemplar und Wachstumsschmerz. Diese beiden Bücher habe ich bereits gelesen und fand sie eigentlich, ja, war eine gute Unterhaltung. Aber jetzt natürlich keine höherwertige Literatur, genauso wie Schoßgebete. Sie haben mich gut gefallen, aber es war mal was anderes. Und dann habe ich noch das neueste Buch hier, und zwar Sarah Kuttner und 180 Grad mehr. Mal sehen, wie das mir gefallen wird. Dann hier der nächste Stapel, und zwar einmal Peter Schneider, Die Liebe meiner Mutter. Christina Wolf, Kein Ort nirgends. Und dann hätten wir hier noch Thomas Mann, Die Betrogene. Und Bernd Schink, Der Vorleser. Und als guter Letzt John Irving, Gottes Werk und Treves Beitrag. Ja, alle Bücher habe ich noch nicht gelesen. Möchte ich aber unbedingt noch tun. Und ja, bin schon sehr gespannt drauf. Vor allem, weil nochmal hier oben hin, Christina Wolf, Thomas Mann und Peter Schneider, Die Liebe immer meiner Mutter, handeln so über Frauen, und mal sehen, ich bin schon sehr gespannt drauf. Dann hätten wir als nächstes hier Morgen kommt ein neuer Himmel. Ja, das hat mir eine Freundin empfohlen, dass es ein sehr gutes Unterhaltungsbuch ist, und mal sehen, ob es mir auch genauso gut gefällt wie ihr. Dann hätten wir als nächstes hier Pinguinwetter und Panda Blues. Pinguinwetter hat mir, sein reines Unterhaltungsbuch hat mir eigentlich, ich weiß nicht gar nicht mehr, wie es mir gefallen hätte. Ich glaube, also damals hat es mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Heute wird es mir, glaube ich, nicht mehr so gut gefallen. Und deswegen liegt auch Panda Bear Blues von Britta Sabbat noch ungelesen hier. Dann hatten wir noch hier Catherine Webb, und zwar Die Geheimnisse des Vermächtnisses, und Kate Moran, Die fernen Stunden. Beide Bücher habe ich noch nicht gelesen, und ich frage mich gerade, ob sie wirklich an der richtigen Stelle einsortiert sind, weil das sind, glaube ich, so ein bisschen historisch. Aber weiß ich nicht, muss ich nochmal den Klappentext lesen, habe ich auch schon ewig auf meinem Sub, habe ich auch noch nicht gelesen. Dann haben wir hier noch Thomas Mann. Und die Budenbrocks habe ich auch noch nicht gelesen, habe ich aber mal angefangen. War ich bloß in dem Moment nicht in der richtigen Stimmung. Und dann hätten wir hier noch Der Tod wohnt nebenan. Und zwar von Francisco González Ledesma. Und habe ich auch noch nicht gelesen. Ja, ich sage euch, in jedem dritten Buch, das ich noch nicht gelesen habe. Ja, also ihr merkt schon, mein Sub ist etwas größer. Dann haben wir hier noch von Ildiko von Kürti, Endlich. Das Buch hat mir damals nicht gut gefallen. Hat mir, ich hatte es auch eine Leserunde gewonnen und musste da durch. Und ja, ich habe mich da eher mehr durchgequält als andere. Ja, also ich kann es euch nicht empfehlen. Dann hätten wir noch hier Das Lächeln der Frauen von Nicolas Barreau. Das Buch kam damals zu einer guten Zeit, und habe es eigentlich sehr gern gemacht. Die Frage ist nur, ob ich es heute noch mögen würde, aber ich glaube wohl eher nicht. So, dann hatten wir das letzte Buch, und zwar Die Schmetterlingsinsel von Corinna Bohmann. Das habe ich auch noch nicht gelesen, aber das hat eigentlich diesen tollen Buchschnitt hier mit diesem Schmetterling, genau, und diesen Blumen hier. Oh, eigentlich ganz nett. Habe ich aber auch noch nicht gelesen. Wahrscheinlich wäre das heute auch nichts mehr für mich. Mal sehen. Genau. Das waren nun die Bücher für die Gegenwartsliteratur und Klassiker und Bücher, die ich nicht einsortieren konnte. Das war nun mein vierter Teil meiner Regaltour, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und ich würde mich natürlich wieder über einen Kommentar freuen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, und bis dahin, macht's gut, tschüss!